So, wir kommen beim vierten und letzten Bereich der 16 Aspekte der Fitness. Heute geht es um den Bereich Mindset, also Psyche und Verhalten. Insgesamt werden wir diesen Bereich ein bisschen kürzer halten wie die anderen Bereiche, denn wir haben hier einige Informationen in aller Ruhe zum Nachlesen in den entsprechenden Artikeln bereitgestellt. Vor allem haben wir sehr viel in Einzelartikel ausgelagert und es wird eine komplette Videoserie zum Thema Mindset mit einer sehr geschätzten Kollegin geben, die ich euch im nächsten Video vorstellen werde. Dennoch möchte ich euch hier einen kleinen Überblick geben über das Thema Mindset und wie das Thema Mindset euer Training beeinflusst. Wie auch in den letzten Videos geht es wieder um vier Bereiche der Aspekte der Fitness. Es geht um Cognition, Focus, Emotion und Awareness. Die Bereiche hatte ich im letzten Video schon kurz angerissen und jetzt werden wir in den folgenden paar Minuten diese Bereiche nochmal ganz kurz durchgehen, damit ihr einsortieren könnt, um was es bei welchem Bereich geht. Grundsätzlich nur vorweg als kleiner Disclaimer, beim Thema Mindset ist in der Welt da draußen auch relativ viel Geschwurbel unterwegs. Also, wir vertreten den Ansatz, dass man auch hier möglichst evidenzbasiert rangehen sollte. Und deswegen haben wir uns extra auch kompetente Hilfe dazu geholt von einer sehr geschätzten Kollegin, ich hatte es eben schon angeteasert, die ich in den nächsten Videos dann nochmal explizit vorstellen werde. Es ist schon so, der Geist führt, der Körper folgt. Also man kann alleine durch die Optimierung des Mindsets sehr, sehr viel erreichen. Allerdings möchte ich hier zwei Disclaimer voranschicken. Zum einen, man sollte sich, da sind wir fest von überzeugt, nicht überoptimieren. Macht euch nicht zu verrückt bei dem Thema Mindset, denn das ist genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Es geht darum, loszulassen und entspannt zu sein, mit einem gesunden Selbstbewusstsein ans Training zu gehen und so einfach einen optimalen Zustand fürs Training zu haben und sich nicht permanent zu Tode zu optimieren. Das ist Disclaimer Nummer 1. Disclaimer Nummer 2 ist, dass dieser Spruch, der Geist führt, der Körper folgt, nicht zu verwechseln ist mit diesem Mind over Matter, was viel da draußen propagiert wird. Also es ist nicht so, dass das Gehirn unendliche Möglichkeiten hat und dann führt der Körper. Der Geist kann nicht Materie oder Ähnliches kontrollieren, sondern kann nur dafür sorgen, dass dein Körper folgt. Ja? Also, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber bei diesem Thema muss man wirklich vorsichtig sein, denn viele Anbieter da draußen, von denen ihr Informationen finden werdet, arbeiten entweder nicht evidenzbasiert und oder driften sehr schnell in esoterische Gefilde ab. Deswegen lasst uns gemeinsam darauf achten, wir wollen möglichst evidenzbasiert arbeiten. Wir wollen einfach dafür sorgen, dass ihr euch im Alltag und im Training möglichst wohlfühlt. Das ist der ganze Sinn hinter dem Thema Mindset. Also, that being said, lasst uns jetzt in die vier Aspekte der Fitness aus dem Bereich Mindset einsteigen. Der erste Aspekt aus dem Bereich Mindset ist Focus, quasi zu übersetzen mit Willenskraft. In diesem Bereich wollen wir dich sukzessive dahin bringen, dass du zwei Dinge erreichen kannst. Zum einen außerhalb des Trainings, dass du die Willenskraft regelmäßig aufbringen kannst, um permanent ins Training zu gehen. Und dass es auch im optimalen Fall nämlich immer leichter wird, dass du immer weniger Willenskraft brauchst. Das ist aber eine andere Geschichte, da kommen wir später zu. Und zum anderen möchten wir erreichen, dass du während des Trainings auch im Rahmen deiner Möglichkeiten und im Rahmen von dem, was zielführend fürs Training ist, möglichst viel Gas geben kannst. Dass es dir also Spaß macht, dich ein bisschen zu challengen und dass du auch mit dem Geist völlig dabei bist bei deinem Workout im Hier und Jetzt und Gas geben kannst. Das ist alles zum Bereich Focus. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass wir versuchen, positive Verhaltensmuster bei dir zu etablieren, sodass es dir immer leichter fällt, ins Training zu gehen. Das hatten wir gerade schon kurz angerissen. Also es geht um dieses Konzept Daily Progress. Daily Progress ist einer der drei Grundsäulen der Kernwerkphilosophie neben Real Fitness, Train Limitless und Daily Progress. Also es geht wirklich darum, dass du am Anfang zwar Willenskraft benötigst, dass wir aber sukzessive, also schrittweise dahin kommen möchten, dass du immer weniger Willenskraft aufwerten musst, sondern es immer mehr aus Gewohnheit und aus positiven Verhaltensmustern heraus schaffst, ins Training zu gehen und so nämlich deinen inneren Schweinehund überlistest. Kommen wir zum nächsten Bereich und das ist Cognition, also Kognition oder auch Wahrnehmung. Hier geht es darum, dass du dich während des Trainings möglichst sinnvoll mit deinen Eindrücken, die von außen auf dich einprasseln, befasst und deine Wahrnehmung auch bis zu einem gewissen Grad lernst zu steuern. Dass du dich also
zum Beispiel während des Trainings nicht so leicht ablenken lässt oder dass du es auch mal schaffst zu trainieren, obwohl du deine Kopfhörer vergessen hast zum Beispiel. Du siehst schon, es gibt gewisse Schnittmengen mit dem Bereich Fokus, denn auch da ging es darum, das Training möglichst effektiv durchzuziehen und Gas zu geben. Bei dem Thema Wahrnehmung und Kognition geht es aber tendenziell eher um das Thema, dass es nicht so sehr um die Willenskraft geht, sondern eher darum, die Wahrnehmung zu kontrollieren und sich durch die äußeren Einflüsse nicht so sehr ablenken zu lassen. Das ist ein Aspekt, den können wir während des Trainings nur bedingt trainieren. Auch da wird es in Zukunft mehr Content für geben, wenn du das denn möchtest. Schreib mir das jetzt auch gerne in die Kommentare, ob dich dieser ganze Bereich interessiert. Aber auch außerhalb des Trainings kannst du hier durch verschiedene Dinge, zum Beispiel Meditationen oder Ähnliches oder einfach nur Wissensartikel, um sukzessive neue Techniken zu lernen, dich im Bereich Kognition weiterbilden. Der dritte Bereich aus dem Bereich Mindset ist der Bereich Emotion, also Emotionen. Emotionen sind natürlich ein, ich hätte fast gesagt, sehr emotionales Thema, also sind ein sehr, sehr weiches Thema, dennoch aber wichtig, denn wer Sport treibt, hat zwangsläufig hier und da auch mit Rückschlägen zu tun. Und Rückschläge sind zwangsläufig mit Emotionen gekoppelt. Allerdings sind auch Erfolge mit Emotionen gekoppelt. Also es gibt auch positive Emotionen. Und ihr seht schon, es ist ein breites Feld mit vielen verschiedenen Dingen und Eindrücken, die es da zu stemmen gilt, wenn man sich überhaupt mit Sport befasst und ins Training einsteigt. Wir wollen das hier aber gar nicht so kompliziert machen. Das, was wir mit dem Bereich Emotionen abdecken und sagen wollen, ist einfach, wir möchten gerne euch das Wissen an die Hand geben, um mit positiven und negativen Emotionen im Kontext des Trainings klarzukommen. Und wir möchten euch auch die Plattform für die Community bereitstellen, um euch mit anderen Athletinnen und Athleten auszutauschen. Denn das ist letztendlich das Ding, was auch mit Emotionen zusammenhängt. Man möchte sich ja mit anderen Leuten austauschen und auch Rückhalt erfahren und zum Beispiel bei Rückschlägen Motivation bekommen und bei Erfolgen jemanden haben, mit dem man die Erfolge feiern kann. So, und das ist also dieser Bereich Emotionen. Wir stellen euch eine Plattform dafür bereit, um Wissen zu erlangen, und wir stellen euch eine Plattform dafür bereit, um euch mit den Leuten auszutauschen, die euch bei der einen oder anderen Emotion jeweils am besten weiterhelfen können, sei es als Stütze oder sei es als Resonanzkörper, um Erfolge feiern zu können. Als letztes geht es in dem Bereich Mindset um den Aspekt Awareness, also Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. Das gehört mit uns nämlich auch mit dazu. Hier geht es vor allem darum, den eigenen Körper kennenzulernen, auf den eigenen Körper zu hören, ohne sich selber Dinge einzureden. Das ist ganz, ganz schwer manchmal voneinander zu trennen. Also wann höre ich wirklich auf meinen Körper und wann rede ich mir wirklich nur etwas ein, zum Beispiel um heute nicht ins Training gehen zu müssen oder um doch ins Training gehen zu können, obwohl ich eigentlich nicht sollte. Also da gibt es die verschiedensten Richtungen, und wir möchten auch hier wieder mit gewissen Hilfestellungen im Bereich Wissensvermittlung euch Werkzeuge an die Hand geben, um besser zu lernen, noch besser auch auf euren Körper zu hören. Beispiele können sein, dass ihr besser darauf hören könnt, wie fühle ich mich gerade, bin ich zum Beispiel erholt, bin ich gestresst, bin ich vielleicht im Übertraining, habe ich vielleicht Schmerzen, die eigentlich nicht sein sollten, war ich vielleicht zu lange nicht mehr, ich fühle mich dadurch irgendwie unwohl. Also es gibt die verschiedensten Dinge, die man durch bewusste Reflexion wahrnehmen kann. Das ist eine relativ leichte Übung und erfordert einfach nur Kontinuität in der Ausführung. Hierzu werden wir euch einige Dinge an die Hand geben, wie ihr in diesem Bereich besser werden könntet und so einfach noch so das letzte i-Tüpfelchen auf euer Training setzen könnt, aber vor allem auch so einen großen Einfluss auf euer allgemeines Wohlbefinden haben könnt. Körperwahrnehmung hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie ihr euch gerade fühlt. So, das war das Roundup zu den 16 Aspekten der Fitness. Wir haben jetzt wirklich 16 Aspekte durchgemacht, alle vier Bereiche der Fitness, und wir hoffen, es hat euch wieder mal Freude gemacht und auch ihr habt was gelernt. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, was ihr irgendwie noch vielleicht wissen möchtet, was ihr lernen möchtet, wozu wir Content kreieren sollen. Wir sind zu allem bereit, und vor allem, wir möchten euch mit sehr hochwertigem Content in Zukunft weiterhin versorgen. Schreibt mir alles rein, was ihr wissen möchtet. In diesem Sinne, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Die Videoserie war ja diesmal ein bisschen länger. Und ich sage, train limitless and make daily progress. Wir sehen uns im Training. Jetzt abonnieren, folgen und Instagram haben wir auch.